Das ist die fünfte und letzte Episode unserer Serie über das Klima. Heute geht es um die Industrie, die für 24% der Treibhausgasemissionen in der Schweiz verantwortlich ist. 520 Tonnen CO2, so viel hat das Unternehmen MPS 2021 produziert. Das entspricht rund 520 Mal Zürich-New York im Flugzeug. Das Mikrotechnikunternehmen Biel bemüht sich, seine CO2-Bilanz zu verbessern. Wir haben nicht nur in dieser Werkstatt gearbeitet. Wir haben Massnahmen ergriffen, die sich alle einbezogen fühlen. Sei das das Reisen der Verkäufer, sei das bei den Büroarbeiten. Überall probieren wir den CO2-Ausstoß zu verringern. Bonjour, ça va? Die Maschinen in der Werkstatt werden nicht nur auf Standby gesetzt, aber während der ganzen Nacht ausgeschaltet. Wir haben bei den Geräten den Energiekonsum bei der Produktion untersucht, auch im Standby-Modus. Wir haben gewusst, das braucht Energie. Wir wollten aber wissen, wie viel und ab wann wir reduzieren können. Ein Beispiel unter anderem. Auch die Lüftung und Heizung haben sie neu angeschaut. Auf dem Dach machen die Sonnenkollektoren 13% der Energieproduktion aus. Laut Nicolas Thibaudot macht das Unternehmen hier aber nicht Halt. Wir sind dran, ein neues Gebäude zu bauen. Dort gehen wir weiter in unseren Überlegungen. Es soll nicht nur Sonnenkollektoren auf dem Dach haben, aber auch an den Fassaden. Heutzutage gibt es hier eine sehr effiziente Lösung. Dazu wollen wir noch ökologischere Materialien brauchen, nicht nur Beton. Alles in allem sollten die Anstrengungen des Unternehmens gegenüber 2021 zur Reduktion des CO2-Gehalts von 30% in allen Phasen der Produktion führen. Das ist das Ziel, das sich das Unternehmen gesetzt hat.